Das Leben geht weiter. Nicht für alle. Die Leute haben Angst. Sie tun so, als würden sie das, was vor ihrer Nase passiert, nicht sehen. Inspektor Duval meinte, Sie haben Informationen. Gut, eine Deutsche kümmert sich um Sie. Wer? Ja, Rick, wir sind hier am Set von Das Boot 2 in Prag. Ja. Wie geht's denn weiter mit Hoffmann? Ja, wie geht's weiter mit Hoffmann? Also seine Geschichte setzt sich natürlich in New York fort. Und was dann alles so passiert, ist eigentlich eine sehr spannende Reise, weil es darum geht, herauszufinden, wer bin ich und was möchte ich eigentlich in meinem Leben. Wie ist die Rückkehr an den Set von Das Boot und das Zusammentreffen mit der ganzen alten Crew? Super. Wir haben sehr, sehr viel Spaß. Auch fast das gleiche Team, wie es auch letztes Jahr war. Und deswegen haben wir sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine schöne Zeit. Hier dann der Wohnraum. Oder der Buchraum. Dann kommen wir jetzt, gucken wir direkt auf den Toilettenraum. Und dann Portepee-Unteroffiziere, Offiziere, Kommandant und Horchraum und Funkraum. Und Korridor. Hier befinden wir uns jetzt quasi an der Anschlussstelle von der Zentrale, wo die Leiter hochging. Und hier geht es jetzt auf die Brücke hoch. Und das ist das Angriffslever des Kommandanten. Da fährt er nicht mit rum, weil er hier ja nicht mehr durchpasst. Er kurbelt quasi mit diesem Gerät sein Seerohr in dem Schacht. Wenn ich eins über den Krieg weiß, er zeigt einem Mann, wer er wirklich ist.